passiert. Ein Vogel hat's mir zugezwitschert, das ist die Geschichte von nem gewissen U-Bahn-Ficker. Afterparty, jeder andere wär eingeschlafen. U-Bahn-Ficker, wo bist du da nur reingeraten? Die Geilheit übernimmt, er fängt an zu fummeln. Immer wenn er im Tunnel ist, muss er jemand tunneln. Mittelfinger an die Haters, man kümmert euch um euren Shit. Wenn man in der U-Bahn einmal unbekümmert Bräute fickt, dein Beweggrund wöchentlich, Ärger mit der Missis. Und deshalb die Erregung öffentlichen Ärgernisses. Du hast es nicht geschafft, aufs stille Örtchen zu kommen und hast U-Bahn-Verkehr etwas zu wörtlich genommen. Ich geb dir mal einen Tipp, ne ganz einfache Methode. Zu Haus kannst du ihn rausholen, draußen bleibt er in der Hose. Vielleicht verzeiht dir deine Frau, kauf ihr doch nen Blumenstrauß. Und wenn nicht, dann lässt die dich an der U-Bahn raus. Er kann nicht anders, es tut ihm so leid. Es ist einfach nur zu geil, in der U-Bahn zu zweit. Denn er muss ihn rausholen, er kann sonst nicht mehr. Ja, er macht ihn einfach krank, dieser U-Bahn-Verkehr. Ja, der auf, macht sich aus dem Haus. Sie trinkt noch ihren Kaffee und dann raus. Sie wollte Brötchen holen, Moment mal Schock. Alter, diesen Dödel kennst du doch. Denn sie hatte aus der Zeitung erfahren, ihr Freund penetriert einfach andere Damen in der Scheißbahn. Früher war er mal ihr Actionheld, jetzt wurde sein Ficker-Video noch ins Netz gestellt. Sie wusste nicht, dass ihm so ein Sex gefällt. U-Bahn-Verkehr, was ne dreckige Welt. Sie soll sie jetzt die Bilder aus dem Kopf bekommen und die U-Bahn nehmen, um zu ihrem Job zu kommen. Wie soll das gehen? Sie packt ihr Handy aus und guckt bei Twitter und sucht nach Hashtag U-Bahn-Ficker. Und die Moral, fick nicht einfach in der Gegend rum, hol dir bei BVG und Freundin erstmal ne Genehmigung. Er kann nicht anders, es tut ihm so leid. Es ist einfach nur zu geil, in der U-Bahn zu zweit. Denn er muss ihn rausholen, er kann sonst nicht mehr. Ja, er macht ihn einfach krank, dieser U-Bahn-Verkehr. Ja, der U-Bahn. Wirklich leid, Schatz. Ich weiß auch nicht richtig, wie das passieren konnte. Ich bin da irgendwie in so eine kleine Bumserei geraten. Aber hey, ich hab dir einen Strauß Blumen geholt und würde dich auch gern zum Essen einladen und so. Und ich bin jetzt auch mehr oder weniger Umberto-Preisträger. Und du wärst dann quasi die Umberto-Preisträger-Freundin und Blumenstrauß-Besitzerin. Eigentlich eine Win-Win-Situation, oder? Und das kann doch unsere Liebe nur stärken. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Sowas haut uns nicht vom Hocker, oder? Ey, komm schon, verzeih mir.